Ja, servus Leute, ich bin's wieder, euer JB und willkommen zu einem neuen Commentary auf meinem Kanal und heute mal mit einem ernsteren Thema, zumindest wie ich finde, und zwar geht es um das ganze Hacker-Geflame seit den letzten Tagen, seit den letzten Wochen und vor allem seit den letzten Monaten. Ja, es hat ordentlich zugenommen und dazu wollte ich einfach mal irgendwas erzählen. Und zwar, ihr wisst ja alle, die PC-Community hat nicht den besten Ruf. Es gibt einige Gründe und vor allem auch einige Videos dazu, werde dazu aber nichts sagen. Und ein gewisser Hex Revealed hat ein Video hochgeladen, wie erklärt, wie die Spieler auf dem PC ihren Hack nutzen und es so einstellen, dass man es kaum sieht, dass sie irgendwie gehackt haben und beziehungsweise einen Hack genutzt haben. Ne? Es handelt sich, glaube ich, um X22 und der hat auch erwähnt, es sei ein PC-Spieler, der eine MSR-Mob hochgeladen hat in 1.32, der auch hacken soll, beziehungsweise diese MSR-Mobs soll gehackt sein. Und dann haben auch viele gemeint, wer wäre das denn? Wer hat es denn hochgeladen? Und einige meinten dann, dass es ich gewesen wäre. Hat mich mal etwas stutzig gemacht, weil meine ging 1,50, also etwas länger. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht hat er sich in der Zeit vertan. Aber es kam heraus, dass nicht ich gemeint wurde, sondern ein anderer PC-Spieler, den ich so auch kenne. Aber dazu jetzt nichts sagen werde, weil ich hier keinen Bock habe, dass der jetzt etwas Stress bekommt oder so, weil wenn der hackt oder so, ist das sein Bier. Und ja, das kam halt dann dazu, dass dann einige unter meine MSR-Moab geflamed haben, dass ich da irgendwie hacken würde und dies und das und auch unter meinen neuen Miniclip und unter Zucker-Aim haben auch einige gemeint, oh, du triffst doch jeden Quickscope und man sieht, du schießt daneben und so und keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, überall werde ich noch geflamed, weil ich PC-Spieler bin und die Gameplays ja für meine Verhältnisse schon recht gut sind, beziehungsweise auch auf die, was man auf YouTube sieht, ja. Movement ist dabei, irgendwie gerusht und keine Ahnung, so finde ich das zumindest. Und teilweise sieht das irgendwie gehackt aus, weil ich mal durch die Wand schieße oder so. Und dazu muss ich einfach sagen, es liegt einfach daran, ich spiele ja schon seit Monaten, beziehungsweise seit Monaten, seitdem ich immer drei spiele, eigentlich nur mit einem Spezialisten-Pack. Das heißt, ich bin damit eigentlich mehr oder weniger eingespielt. Und das Wichtigste ist, ich bin eine Soundhure, ja, ihr hört eine Soundhure. Ich habe hier in meinem Zimmer 6, 7 Headsets rumliegen, habe jedes Mal getestet und habe das optimale Headset für mich gefunden. Wen es interessiert, ich benutze das Sennheiser PC360 und spiele damit jetzt schon seit ungefähr 1,5 Jahren, jetzt fast 2 Jahre. Und ich muss aber sagen, dieses Headset ist einfach göttlich und damit hört man auch einfach alles, ne. Vor allem, wenn man dann hier eine richtige gute Kombination hat mit den Perks und so, dann ja, hört man schon einiges und deswegen kam es auch öfters mal dazu, dass ich irgendwie durch die Wand geschossen habe. Außerdem, ich spiele COD nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahren, Alter, was ist da los? Somit habe ich auch eine gewisse Erfahrung und weiß ungefähr, wo sind die Spots, wo könnte einer kommen, ne? Aber auf jeden Fall, ja, mir geht's ordentlich auf den Piss, dass ich hier die ganze Zeit geflamed werde, ich würde hacken oder so und da kann ich nur eins sagen und das werde ich auch nur einmal sagen. Ich hacke nicht. Meine Gameplays sind alle legit. Für die Leute, die wissen, was ich damit meine. Meine Gameplays sind sauber. Die habe ich alle fair erspielt. Ich habe keine Mittel benutzt. Doch eins. Und zwar den Forth-Changer, ne? Aber das ist ja kein offizieller Hack. Das wurde ja jetzt erlaubt und so. Also das ändert ja nur, dass ich hier eine bessere Sichterweiterung habe von meiner Waffe. Und somit lässt sich einfach besser spielen. Aber es ist kein Vorteil anderer Spieler gegenüber, meiner Meinung nach. Ja. Was soll ich dazu sagen? Eventuell hat es auch einen Grund dafür, dass meine Gameplays nicht so oft angeschaut werden. Weil viele einfach denken, ich hacke oder so. Es hat ja damals schon angefangen bei 7.000, 8.000 Abos. Da ging es halt schon los. Sag mal, hackst du jetzt? Vor allem viele bringen das in Verbindung, weil ich mit Rambo hier befreundet bin. Ich weiß ja nicht, wie die Leute darauf kommen, aber naja. Auf jeden Fall ging damals schon das Geflame los. Und ja, das ist bis heute geblieben. Ich habe gedacht, okay, vielleicht ist es jetzt nur bei diesem einen Gameplay oder so, aber es ist bis heute geblieben. Und ich könnte mir auch da durchaus vorstellen, dass einige Leute mich abonniert haben, aber meine Videos nicht mehr schauen, weil sie denken, ich hacke. Ich meine, warum sollte ich von jemandem ein Video schauen, wo ich eh weiß, das ist nicht legit, beziehungsweise nicht sauber? Da unterstütze ich lieber jemand anders, indem ich sein Video schaue, ihnen einen Like gebe oder zum Beispiel einen Kommentar. Deswegen einfach meine Bitte an euch, fragt einfach eure Freunde. Ob sie mich abonniert haben, und wenn sie sagen, ich schaue aber seine Videos nicht, warum? Vielleicht liegt es ja daran, dass sie denken, ich hacke, aber ich schwöre euch zu 100%, dass es nicht der Fall ist, ne? Und ich bitte euch einfach, dieses ganze Geflamme zu lassen, weil, ja, aber komischerweise habt ihr oft andere PC-Spieler geflamed
und hatte dann irgendwie Beweise oder so, keine Ahnung. Und bei mir ist ja komischerweise nichts da, also kein Bust oder so. Von daher lasst einfach diesen ganzen Scheiß, weil mich kotzt es langsam an. Und ja, ich sag so noch einmal, meine Game ist zu 100% fair erspielt und ja. Das Game endet hier 39-4. Ich weiß gar nicht, ob ich am Anfang gesagt habe, dass es hier TLM auf C-Town war. Wurde auf dem Server gespielt. 9 gegen 9, ich ging aber nur bis 7500, deswegen nicht wundern. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer JB.